Hey moin Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marik und ich habe sozusagen ein kleines Erklärungsvideo, was jetzt so anläuft und was halt ist, ne? Fangen wir mal an. Erstmal mit der Glitcher Lobby. Viele fragen sich, was ist eine Glitcher Lobby? Ganz einfach. Einer meiner Mitadmins, also meine Kollegen, die öffnen eine Lobby. Natürlich wird das Ganze auch bei Facebook dann noch gepostet und dann könnt ihr halt den Kollegen dann auch adden und dann, ja, sollte er euch auf jeden Fall in eine Lobby einladen. Das ist eine private Lobby, da kann auch kein anderer rein oder so. Auf jeden Fall wird er euch dann einladen in eine Lobby und die Kollegen, die da sind, denke ich mal, dass sie soweit Plan haben, was an aktuellen Glitch da ist und kann die mit euch alle durchgehen. Der Sinn dieser Lobby ist, dass ihr euch untereinander alle helfen sollt, damit wir halt nicht wirklich jeden helfen müssen, sondern wir helfen erstmal die ersten Leute und die helfen dann die anderen Leute, damit wir das so ein bisschen sonst wäre es zu viel. Natürlich ist wichtig dabei, dass auch Headset dabei ist, damit man es halt besser erklären kann. Ja, das ist erstmal so bei Glitcher Lobby. Das heißt, ihr müsst selber glitchen, ne? Ihr bekommt Hilfe, Unterstützung, müsst dann mit anderen Leuten da, mit fremden Leuten oder halt mit Freunden, je nachdem, halt zusammen glitchen. Das heißt, wir können euch natürlich nicht hacken und euch Geld schenken, das machen wir überhaupt nicht auf unserer Seite. So, denn nochmal zur aktuellen Money Glitch. Sind gerade zurzeit keine da. Wir haben heute halt den von Snake ausprobiert. Wir haben das nicht hingekriegt. Wenn ihr das hingekriegt habt, schreibt mal einen Kommentar darunter. Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Das kann ja immer sein. Ja, soweit. Also letzte Woche, ihr habt gemerkt, es kamen keine Videos und sonst so vieles war auch nicht da, weil viel bei uns im Admin-Team halt ausgefallen ist und privatliche Gründen. Deswegen ist vieles ausgefallen wie Tuning-Treffen und Glitcher-Lobby. Und heute ist auch mit der Glitcher-Lobby alles nicht so gut gewesen, weil es gibt kein Money-Glitch zurzeit, den man euch erklären könnte. Weil wir können uns das Ganze ja nicht aus dem Hut zaubern. Das sind so diese ganzen Probleme. Und deswegen, also sobald halt ein Money-Glitch da ist, ist es Logo, dass wir euch darüber informieren. Und entweder ein Video davon machen oder je nachdem mit euch das sogar in einer Glitcher-Lobby machen. Deshalb müsst ihr halt, wir haben ja zwei Seiten, einmal die normale Hauptseite, die nur für Glitch da ist und eine Nebenseite, die für die Lobbys da ist. Und natürlich wäre es mal klasse, wenn ihr die beide natürlich liked, dann habt ihr nämlich die aktuellsten Informationen. Seid uns aber auch nicht böse, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, dass wir nicht sofort antworten können. Das liegt daran, wir sind zwar so einige Admins, aber da sind auch so einige dabei, die auch arbeiten. Ich zum Beispiel arbeite. Und so einige, die zur Schule gehen. Das heißt, Logo, vor allen Dingen morgens, ist nicht viel Zeit. Und meistens schreibt ihr uns natürlich dermaßen viele Nachrichten. Da haben wir auch gar kein Problem mit. Doch wir müssen sie ein nach einander abarbeiten. Und deswegen hoffe ich mal, dass ihr da nicht zu sehr enttäuscht oder böse seid, dass wir das nicht schaffen, punktgenau das Ganze zu beantworten. Manchmal geht das auch gar nicht, dass wir so schnell beantworten können, weil manche Fragen sind dann, gibt es neue Glitch, gibt es neuen Money Glitch, dann müssten wir erstmal entweder mit unserem Partner darüber sprechen oder selber erstmal nachgucken und aktiv werden und das Ganze dauert dementsprechend halt etwas länger. Ja, wie ihr gemerkt habt, ist es jetzt kein Glitcher-Video, sondern ein kleines Informationsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch so einiges erklären über unsere Felder, die wir machen und was wir euch bieten können und wie das Ganze funktioniert. Sollte weitere Fragen da sein, könnt ihr natürlich halt runter einen Kommentar setzen. Schöner wäre es, wenn ihr auch noch den Kanal von uns abonnieren würdet. Das war's von uns, alles klar, haut rein, ciao.